Sie kommen, unsere beiden Stargäste beim Fan-Talk der Berliner Morgenpost. Wir begrüßen unsere 33, den MVP, Jamel! 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 Und die 35, Yannick! 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 Yo! So, Jamel, first question. It was a very nice win in the first game in the semifinal series. How nice was it for you? Are you satisfied right now? Yeah, we're satisfied with getting the first win, but we know we have to go there, and it's not going to be easy there, but we just have to keep this mood and travel there to Munich and try to go 2-0 and come home and close it out. Also sagt, Sie müssen vor allen Dingen in dieser Stimmung bleiben. In der genau dieser Bereitschaft, da rauszugehen und den Sieg zu holen, dann würden Sie auch möglicherweise mit dem 2-0 aus München wiederkommen und nächsten Sonntag hier vielleicht auch mal sowas wie einen Deckel drauf machen können. Frei übersetzt. Achso, sehr schön. Yannick, täuschte der Eindruck oder wart ihr heute einfach bereiter, aggressiver als die Bayern? Ja, ich meine, wir haben die ganze Woche gut und hart trainiert und ich denke mal, das hat man auf dem Feld gesehen. Und es war wichtig, heute den Sieg nach Hause zu holen. Ja. Aber mal Hand aufs Herz, das Ergebnis hast du doch wahrscheinlich nicht mal in den kühnsten Träumen erwartet, oder? Natürlich erwartet man ein engeres Spiel, aber wir müssen uns jetzt auf Spiel 2 vorbereiten und deswegen ja. Total fokussiert, der Mann. Do you like it to practice 7 days in a row like this time now? No, I don't like it, but we know that's what we have to do and... I hope we don't have to do that again, but it was all right. You know, we got tired of beating up on each other, and we came out and we took it out on them. And I think the energy we had from practicing all day and 7 days, we really showed it out there tonight. So we just had to keep this competitive spirit. Is it a lot of work with the ball there in the practice, or is it other stuff which forces you? You know, Coach Obradovic really knows how to practice us and make sure we have the energy, and we just had a good good week of practicing. We got to work on our defense, as you saw today, and work on our offense also, and just building team chemistry with this 7 days. You know, because we didn't finish the season the way we wanted to, the chemistry a little bit, but now we have the chance to settle down and play good basketball. Also, sagt, die 7 Tage haben richtig was gebracht, auch für die Teamchemie. Und mag es zwar nicht so, wenn man 7 Tage am Stück trainiert, das ist auch total hart, aber sagt, sowohl in der Verteidigung als auch in der Offensive haben sie viele Sachen besprochen, die sie halt heute schon haben umsetzen können. Ich glaube, allen hat heute vor allen Dingen auch gefallen, wie ihr John Bryan verteidigt habt. Er hat heute nur 2 Punkte erzielt. Erzähl mal, was war da euer Plan vor dem Spiel? Ja, wir wollten eigentlich ihn nur hart verteidigen. Also er ist ein sehr guter Spieler und also er zeigt seine Qualität eigentlich in jedem Spiel und heute ist es uns gut gelungen. Also. Das war's schon? Mehr nicht? Nur hart verteidigen? Gibt es da nicht irgendwie einen Trick oder so? Ich darf auch nicht alles verraten. Also. Okay, du bist schon voll fokussiert auf das 2. Spiel, das hast du gerade eben noch angesprochen. Ja, was kann da jetzt aus eurer Sicht gefährlich werden für das Spiel am Donnerstag? Ja, ich glaube, Bayern wird im 2. Spiel deutlich intensiver ins Spiel kommen und ich denke mal, dass Svetislav Pesic da auch seine Arbeit dran machen wird und also das wäre auf jeden Fall intensiver und dann müssen wir mal gucken, wir müssen halt die Intensität gleichstellen. Also. Meinst du, Coach Pesic hat da noch was in der Hinterhand, einen kleinen Geheimplan oder so für euch? Ja, er ist schon lange im Business, also aber... Lassen wir uns überraschen. Ihr hattet ein Spiel vor ein paar Wochen schon in München, you've had a road game at Munich a few weeks ago, what do you expect on Thursday? We definitely know they're going to bring a lot of energy, especially after we embarrassed them out there today. They're going to put a good game on for their team. But we just have to fight, and we know it's not going to be easy at all. But we can do it. You know, we did it before, and when we went there, we in the last couple minutes, we really gave it to them. But we have to just fight and you know, do what we did today. Okay, also das genau die Stimmung von heute, mitnehmen nach München und dann halt versuchen, da daran anzuschließen und nicht zum Schluss noch das Spiel aus der Hand zu geben, wie es zuletzt war. Thank you very much. Jamel McLean, Yannick Frese, vielen Dank. Dankeschön, Yannick.